Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing, was ich auch leider nachvertonen muss, weil ihr wisst ja, wenn ihr das letzte schon gesehen habt, dass mein Mikrofon nicht ging, wo ich die Candybox gemacht habe. Jetzt kommt die Schokobox dran. Ja, und ich habe die Boxen halt, wie gesagt, habe ich im letzten Video auch gesagt, ich habe die zum Kindertag bestellt. Die sollten auch pünktlich da sein. Aber die Post hat mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und es kam leider erst einen Tag später an. Aber naja, wir werden jetzt hier auch wieder alles auspacken und zeigen. In der Box war eigentlich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nur Sachen drin, die uns geschmeckt haben. Bei der Candybox war ja das mit dem Zimt mit bei. Aber hier waren auch Sachen mit bei, wo ich gesagt habe, die sind ultra lecker. Das sind jetzt so eine Pop-Tarts, die kann man kalt essen, die kann man auch warm essen. Wir haben davon bis jetzt erst, also da sind vier, ich weiß nicht, gar nicht, vier Packungen, drei Packungen. Und in jeder Packung sind, ich glaube, zwei drin oder so. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Und, ja, nicht wundern, Mausi ist auch hier. Und wir haben bis jetzt erst einmal nur Probe gegessen. Alle Mann, und haben die warm gemacht in der Mikrowelle. Das nächste kommt noch, einmal warm machen im Toaster und einmal kalt essen ist auch noch angesagt, dass man die mal alle durchgetestet hat, weil das steht auch auf der Packung drauf, dass man sie warm essen kann, dass man sie kalt essen kann. Ja, da sind wir halt noch gespannt. Da zeige ich sie gerade. Aber das, also warm haben sie uns schon mal geschmeckt. Die, ultra lecker. Richtig, richtig lecker. Da sind auch M&Ms mit bei, die werden wir auch gleich noch sehen. Zwei verschiedene M&Ms, also nicht verschiedene, verschiedene Geschmacksrichtungen. Wobei eine Sorte davon jetzt auch in Deutschland ja in der Aktion momentan gab, also bei unserem Lidl zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die jetzt standardmäßig öfters kommen oder halt jetzt nur kurzzeitig in der Aktion. Und zwar sind die M&M's mit Brownie-Geschmack. Richtig geil. Die haben mir megamäßig gefallen. Oh, gucken wir mal, was ich als nächstes auspacke. Ja, mit der Verpackung habe ich es. Das ist so. Da ist zwar so ein Schlitz drin, dass das dann halt so zusammengehen soll, aber das funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Ich so viel immer so durchgesteckt und dann lecker Arsch. Hauptsache zu. So. Oh ja. Oh ja, das waren die mit Karamell. Also da war viel mit Karamell mit bei. Ich hätte mir mehr mit Nougat gewünscht. Die waren auch lecker. Da hat meine Frau gesagt, die soll es wohl auch in Deutschland in einigen Läden geben. Oder eine alternative Variante davon. Und, also bei den nächsten Schokobox werde ich mal notieren, dass halt einen Kommentar mit dazu schreiben. Oh, der war auch lecker. Friday, der war richtig lecker, auch karamellmäßig. Ob man da dann vielleicht mehr so im Nougat-Bereich, Nougat-Brownie-Bereich sein kann. Also, dass da nicht so viel mit Erdnüssen und Karamell und sowas alles ist. Weil, dass man da halt auch mal andere Sachen durchtesten kann. Weil ich kann mir gut vorstellen, oh, da sind sie, die M&M Brownie, oh, die sind so lecker. Teste ich die jetzt schon oder nee, das machen wir nachher, glaube ich. Ich zeige die jetzt nur erstmal, packe da erstmal aus und zeige das. Ich kann mir auch nee, doch, wir kosten gleich. Wusste ich gar nicht mehr. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim nächsten Kindertag oder Geburtstag oder so, dass man da dann nochmal so eine Box bestellen kann. Wie gesagt, ich habe zwei bestellt. Einmal Candy für die Kleine, weil die steht eher so auf Kaubonbons, Kaugummi, Lutscher, Gummibärchen. Schokolade ist nicht so ihrs. Mal so ein bisschen, aber das reicht dann auch. Beim Kinderüberraschungsei, da will sie auch nur das Spielzeug. Die Schokolade bleibt denn liegen. Die muss dann Papa essen. Nicht, dass es mich stört, aber ihr wisst ja. Da erkläre ich gerade, dass die richtig schön, einen richtig schönen, herzhaften Brownie-Geschmack haben. Auch innen drin ist es so ein bisschen so krümelig, also ist ein bisschen anders als die normalen M&Ms. Das ist jetzt eine KitKat Special Edition aus den USA und zwar mit Minze.
Da habe dann nicht nur ich probiert, mein Minze steht meine kleine Tochter auch drauf, die hat auch probiert und Oma hat auch noch probiert. Die sind auch überraschend lecker, muss man sagen. Also wirklich. Ja, da hatte Frauchen angerufen, Mittagsschlaf ist vorbei mit der Kleinen. Also habe ich am nächsten Tag weitergemacht. Wir sind jetzt schon wieder einen Tag weiter. Was habe ich denn da gegessen? Also immer noch die M&M's. Da sind auch Brezeln mit bei, da kommen wir auch näher dazu. Also ich würde jetzt sagen, ganz normale Brezeln, wie wir bei uns auch kaufen können, in einer kleinen Packung, aber mit Überzug. Die habe ich auch schon mit Schokolade gesehen. Die waren auch überraschend lecker. Ja, schade, ich weiß es nicht mehr auswendig, alles, was ich damals gesagt habe. Ich habe jetzt versucht, so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Aber leider. Also bei der nächsten Box. Bei der nächsten Mystery Box ist auf jeden Fall. Achte ich auf den Ton. Schade. Ich weiß echt nicht mehr, was ich alles da gesagt habe. Nicht wundern, ein paar Nebengeräusche gerade. Ich habe hier Handtuch über die Schultern und muss mir ab und zu mal so ein bisschen den Kopf abtrocknen. Weil jetzt sind hier mittlerweile bei mir über 28 Grad in der Wohnung. Ist auch wieder Mittagsschlafenzeit gerade. Es ist jetzt 12.08 Uhr am Sonntag. Die Kleine macht oder geht jetzt gerade zum Mittagsschlaf. Ich kann das Video weiter bearbeiten. Ist aber einfach unfassbar heiß und es ist, ey, da hast du keinen Bock, irgendwas zu machen bei der Hitze. Ja, Mausi ist auch wieder am Start, wie ihr hört. Ah ne, da habe ich nochmal die gleichen M&M's gekostet. Mit, wie heißt das? Brownie. Ja, Mausi, ich sehe dich doch. Uff. Warte, was war denn ditte? Ach, das war so ein Riegel. Weiße Schokolade mit so Oreo und so. Die war okay. Also war jetzt nicht ekelhaft. Aber lecker war sie auch nicht so, also nicht so mein Favorit, aber man konnte sie essen. Ja, da zeige ich es gerade. Weiße Schokolade. Ja, nicht ganz weiß, die ist ja, sieht ja, die ist so ein bisschen milchig, sieht die aus. Und dann hat so schwarze Punkte drin. Die ist, hat so mehr so butterig geschmeckt. Ist auch so Karamelldings garantiert wieder oder irgendwas mit Peanut, irgendwas sowas in der Art. Oh, die Dinger, die ich euch jetzt zeige, die sind scheiße lecker. Die sind gleich weg. Die waren gleich als erstes alle. Da haben sie alle zugelangt. Das sind Waffelröllchen. Die Waffelröllchen kennt ihr ja bei uns aus dem Laden auch, aber die sind jetzt von Oreo halt. Und da ist innen drin Schokolade und außen ist die Waffel ist auch so ein bisschen wie der Oreo-Teig von den Keksen. Alter, lecker. Ist das lecker, sag ich euch. Die sind aber auch ratzeputze schnell weg. Da ist jetzt nicht so viel drin. Da sind so einzelne Packungen und in jeder Packung sind, glaube ich, 4 Rollen oder 3 Rollen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ja, ich trinke gerade Wasser mit Eiswürfeln. Also nicht wundern. Um es hier halbwegs ein bisschen auszuhalten. Also kaltes Wasser aus dem Kühlschrank. Stille Wasser natürlich und dann noch zusätzlich ein paar Eiswürfel drin. Hier wird es immer unerträglicher. Die sind richtig lecker. Die sind mega lecker, die Waffeln. Also in einer sind so 3 oder 4 Rollen drin und davon waren es, glaube ich, 4 Verpackungen drin oder so 4 oder 5, ich bin mir jetzt nicht so sicher.
Ja, Mausi, du bist doch. Hier ist schon. Du bist doch gewesen. Aber wirklich, der Teig ist wirklich so ja, wie die Oreos, aber vom Geschmack her, weil er so dünn ist, kann auch möglich sein, ist er ein Tick lecker als reine Oreos. Was habe ich denn da jetzt? Ach, die Dinger, die sind auch geil. Mick Dudes. Das ist, eigentlich müsst ihr euch ein Toffifee vorstellen. Aber ohne Schokolade in der Mitte. Voll geil. Die waren richtig lecker. Auch die Clemo schön zwischen den Zähnen und so. Aber richtig lecker. Ja, da habe ich es mal vernünftig zugekriegt, die Verpackung. Ist auch nicht mehr so viel. Ich glaube, den größten Teil haben wir schon ausgepackt. Da versuche ich es gerade zu erzählen. Das ist halt Karamell mit Nuss, so wie Toffifee, also außen Karamell in Nuss, aber dass da keine Schokolade in der Mitte ist. Das ist halt nur Karamell mit einer Nuss und dann so eine hauchdünne Schokoschicht außenrum. So lecker, ey. So, Odin, komm. Jetzt als nächstes die Brezeln. Ja. Oh, verpackungstechnisch sehen die alle ganz schick aus. Wenn man mal den optischen Aspekt mit. Da sind sie. Peanut Butter. Und ist praktisch. So wie die Salzbrezeln, die ihr aus dem Laden kennt. Einfach ganz normale kleine Salzbrezeln. So wie Salzstangen. Ja? Aber da sind halt nochmal Peanut Butter. Also. Linksbutter hier draußen rum. Wie heißen die Nüsse wieder? Ja, ihr wisst, was ich meine. Erdnüsse. Erdnussbutter. Die ist außenrum. Aber nicht, da seht ihr ja hart und jetzt nicht so Erdnussbutter flüssig im Glas oder so. Nee, schon hart. Ja, das ist eine ganz komische Kombi. Diese Waffe, diese Brezeln, diese salzhaltige mit dieser Peanut Butter. Es ist ganz, ganz kuriose Mischung, aber ich sag euch, es schmeckt überraschend gut. Also wirklich überraschend gut. Ich kann ja auch mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hab, was mir zum Beispiel total gut schmeckt, da bin ich vor etlichen Jahren mal drauf gekommen. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, weil ich mir keine Nutella mehr hole. Aber was mir richtig gut schmeckt ist, bin ich schon fertig? Ich glaube, wir sind schon fertig. Ihr müsst euch mal Nutella holen. Mit dem neuen Nutella vielleicht nicht mehr so lecker wie damals mit dem alten Nutella. Aber, weil da haben sie ja die Rezeptur geändert, ohne was zu sagen. Aber das schmeckt man. Nutella und dann holt ihr euch Chips. Können auch die ganz normalen Billig-Kartoffelchips sein. Oder halt die im Trichter oder die in der Tüte, ist vollkommen egal. Holt euch Chips oder die Riffelten zum Beispiel, die sind auch gut. Holt euch die Riffelten oder die normalen Chips. Können auch die Billion sein. Dann nehmt ihr ein Nutella-Glas und dann dippt ihr dann einfach mal einen Chip rein. Und dann esst ihr mal so ein Chip mit Nutella. Es schmeckt, also es klingt total eklig, ich weiß. Es klingt wirklich eklig. Aber es schmeckt wirklich gut. Die Kombi, dieser Chip, die Kartoffelchip mit Paprika, dieses Herzhafte. Und dann die Süße von Nutella. Die Kombi ist geil. Ist Kalorienbombe ohne Ende. Das soll man auch nicht immer essen. Aber falls ihr das mal probieren wollt, gerne. Und dann sagt mir mal bitte Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. So, also, wie es aussieht, sind wir jetzt hier schon fertig, oder was? Ich habe gedacht, da kommt noch was. Okay, dann haben wir das alles verpackt. Ausgepackt und probiert. Wie gesagt, da ist wirklich Haufen leckere Zeug mit bei. Einige Sachen mehr oder weniger lecker. Also liegt halt im Auge des Betrachters.
was er halt lecker empfindet und was nicht. Aber da sind halt wirklich Sachen mit bei, die man essen kann, die schmecken. Und ist nicht so wie bei der Candybox, wo wir das Zimt hatten. Wo das ging gar nicht. Also das haben wir immer noch hier rumliegen. Zimt geht gar nicht bei uns. Aber daran habe ich auch nicht gedacht, dass man beim Stellen vielleicht sagen kann, bitte kein Zimt oder sowas. Naja. Oder doch, ich hatte bei der Bestellung, habe ich noch reingeschrieben, bei der Candybox nichts mit, oh, wie heißt das, schwarze, Lakritze. Weil das ist keiner von uns. Und Frauchen hat gesagt, Lakritze darf die Kleine noch nicht essen. Weil sie noch zu klein dafür ist, das darf man wohl erst mit 5 oder so. Ich habe keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Warum? Weil da ist irgendwas drin oder irgendwas wird die Lakritze gemacht. Ich habe keine Ahnung. Frauchen weiß das wohl besser. Und ja, das habe ich reingeschrieben, aber wer denkt denn bitte an Zimt? Da denkt doch keiner dran, dass da irgendwas mit Zimt ist. Aber der Riegel war auch lecker. Haben wir ja alle geteilt. Die Kinder haben auch gesagt, die freuen sich schon auf noch eine Box. Die wollen gerne nochmal eine Box haben wollen, eine Überraschungsbox. Aber wir haben ja auch noch Chips offen als Box und NFL und was weiß ich alles. Aber ich glaube mal, bei der nächsten Box werde ich einfach eine 25-Euro-Box nehmen. Eine Mystery-Box und dann ist da von jedem was drin. Und schreibt dann halt nur bitte kein... Nichts mit Zimt und Lakritze. Weil das sind die Sachen, die wir alle nicht essen. Sonst gibt es immer irgendwas, was ich nicht esse und was die Große isst oder was die Große nicht isst, was ich esse. Die Große mag zum Beispiel kein Nougat. Oh, tut das gut. Kalte Trink bei heißem Wetter. Soll man eigentlich nicht mal unser warm trinken? Der kühlt den Körper mehr ab. Aber bei warm trinken, da brauchst du viel Überwinderung, wenn es draußen so warm ist, beziehungsweise drinnen. Da ist es dann doch wirklich besser, hat kalte zu trinken. Ja, aber im Großen und Ganzen war es wirklich gut, die Box. Also die Box, so im Großen und Ganzen, so als Abschlussfazit für beide Boxen, waren wir mit beiden Boxen sehr zufrieden. Es gab Sachen, die waren mega lecker, es waren Sachen, die waren, na okay, und Sachen, also das Zimtzeug. Aber es war halt eine Erfahrung wert, selbst bei dem Zimtzeug, auch wenn es uns nicht geschmeckt hat und wir das immer noch hier liegen haben, es war eine Erfahrung wert. Und die Sicht der Kinder, wo sie dir futtert haben, war unbezahlbar. Das war schon cool. Ja, auch Oma. Weil Oma mag ja auch kein Zimt. Ach Mann. So, jetzt habe ich hier alles wieder eingepackt. Dann geht's in den Endsport. Ja, da kann ich ja auch dann ein Stück schneiden. Das ist jetzt noch nicht das Problem. Ja, tut mir halt wie gesagt leid, dass ich euch das jetzt nur so nachvertont antun kann, weil das Mikrofon nicht ging. Das tut mir wirklich leid. Ich werde den Fehler beim nächsten Mal beheben. Und da wird das dann nicht mehr sein. Versprochen. Ich kann es nur empfehlen, Candy Cowboy. Wirklich, ohne Scheiß. Es ist vom Preis her und vor allen Dingen jetzt in der heutigen Zeit, wo alle die stehen, ist wirklich heftig. 25 Euro für, was ist da drinne? Und dann ist da so ein bisschen was drinne. Aber für einen Kindertag oder für einen Geburtstag, so ein Überraschungspaket. Am besten Geburtstag, wenn was für alle mit beisehen soll, dann bestellst du halt so ein Überraschungspaket. Und das Geburtstagskind packt aus und dann kann jeder kosten. Und da ist für jeden bestimmt was mit bei. Da haben sie alle Spaß. Da hatte die Geburtstagskind Spaß, die Gäste haben Spaß. Für jeden ist immer für jeden, irgendjemand ist was mit bei, was er mag oder was er nicht mag, denke ich mal. Also, ja, würde ich sagen, ist eigentlich so an sich eine ganz gute Erfahrung. Ich würde auch, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, nächstes Jahr zum Kindertag wieder bestellen. Aber in 2 Tage vorher, zur Sicherheit wegen der Post. Ich bin dann weg, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.